Schlafsäcke, Kleider und zu essen. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist gross. Wegen dem Krieg in der Ukraine sind viele Leute auf der Flucht. Ihr ganzes Hab und Gut müssen sie zurücklassen. Der Kanton hat darum hier an der Mingerstrasse in St. Gallen einen Standort zum Spenden eingerichtet. Seit dem 1. März kann jeder und jede hier Sachen zum Spenden abgeben. Der Jörg Kröller ist Amtsleiter für Zivilschutz und Militär. Er ist froh, dass die Ostschweizer so grosszügig sind. Es kommt gewaltig gut an. Wir haben gewusst, dass die Ostschweizerinnen und Ostschweizer hilfsbereit sind. Aber wir sind da wirklich überwältigt. Riesiges Dankeschön an die Bevölkerung. Nach dem ersten Tag sind über 13 Tonnen Spendematerial zusammengekommen. Das ist dann direkt abtransportiert worden in Richtung Rumänien. Die Leute vor Ort schauen, dass die entsprechenden Sachen an die hilfsbedürftigen Flüchtlinge gehen. Wir stehen ständig in Verbindung mit unseren Leuten vor Ort, die sagen, da schwergewichtig Schlafsäcke, schwergewichtig Decken. Jetzt sind gerade Hygieneartikel, Rucksäcke, Kochutensilien sehr gefragt. Dass alles reibungslos abläuft, packt der Zivilschutz mit an. Sie nehmen die Sachen von den hilfsbereiten Leuten ab und sortieren sie dann in die entsprechenden Kisten. Dass es kein Durcheinander mit den verschiedenen Sachen gibt, ist jede Kiste angeschrieben. Wenn es voll ist, wird es ins Lager abgebracht. Neben Privatpersonen haben sie auch Hilfe von Firmen bekommen. Wir haben auch Sanitätsmaterial bekommen von den Rettungsorganisationen in der Ostschweiz für über 40'000 Franken. Das sind Sachen, die dringend gebraucht werden und es ist wirklich zeitkritisch. Geplant war, dass man bis am Mittwochmittag spenden kann. Da die Hilfsbereitschaft in den letzten zwei Tagen aber so gross war, weiss Jörg Kröller noch nicht genau, wie lange die Spendenaktion noch laufen wird.